mich begeistert die Kraft und die Macht der Literatur. Ich lese sehr gerne, habe ich das schon immer gerne gemacht. Und eine Sache ist die Ästhetik, also die künstlerische Seite von literarischen Texten. Andererseits aber geht es auch darum, was Literatur alles in gesellschaftlichen Sinne leisten kann. Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seiferlein. Hier bei Auf einen Kaffee mit spreche ich mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungen. Ihr bekommt hier also alle möglichen Themen aus den Geistes- und Naturwissenschaften frisch aufgebrüht. Und gleich vorweg, wir haben jetzt eine Mailadresse, kaffee@uni-leipzig.de. Falls ihr also Anregungen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns dort gerne. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben für euch, kaffee@uni-leipzig.de. Das ist also kaffee@uni-leipzig.de. Oder schreibt es natürlich auch gerne weiterhin über den Instagram-Kanal der Uni Leipzig. Dort haben wir diesmal auch vorher eine kleine Umfrage gestartet und eure Fragen zu dieser Folge gesammelt. Vielen Dank dafür schon mal, das sind sehr viele eingegangen und wir werden die hier im Laufe des Gesprächs immer wieder mal einbauen. Mit Auf einen Kaffee mit waren wir bis jetzt ja schon ganz schön unterwegs, zumindest gedanklich. Und einmal waren wir zum Beispiel auf den Galapagos-Inseln mit Professor Steinfatz. Das war unsere Folge über Evolutionsbiologie. Und erst in der letzten Folge haben wir von Professor Elisi unter anderem erfahren, wie man Kaffee traditionell in Äthiopien, Sudan oder Eritrea trinkt. Heute richten wir unseren Blick auch wieder weg von Deutschland, aber ganz so fern sind wir dann doch nicht. Es geht heute vor allem um zwei benachbarte Länder, und zwar Polen und Tschechien. Hier an der Uni Leipzig gibt es auch einen Studiengang, der sich genau mit der Kultur und Sprache dieser beiden Länder beschäftigt. Dort geht es heute hin. Und zwar bekommen wir einen Einblick in die Westslawistik. Dafür darf ich auch ganz herzlich meine heutige Gesprächspartnerin, Juniorprofessorin Anna Adwinska, begrüßen. Hallo, schön, dass Sie bei Auf einen Kaffee mit dabei sind. Guten Morgen, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, sehr gerne. Anna Adwinska ist seit 2016 Juniorprofessorin für westslawische Literaturen und Kulturen am Slawischen Institut der Uni Leipzig. Sie studierte in Posen und in Freiburg. Als Literatur- und Kulturwissenschaftlerin beschäftigt sie sich in ihrer Forschung unter anderem damit, wie aktuelle und historische Themen in der Literatur ausgehandelt werden. Außerdem ist sie Direktorin des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung der Uni Leipzig. Ich habe hier mir vorhin noch eine frische Tasse Kaffee schnell gemacht, die nehme ich mir auch mal kurz. Und ich habe die hier mal auf meinem Schreibtisch stehen. Was haben Sie sich denn für unser Gespräch heute zubereitet, Frau Adwinska? Also ich trinke auch Kaffee. Kaffee ist mein Lieblingsgetränk. Ich denke, eine Tasse Kaffee gehört zu einem guten Gespräch. Und ja, ich trinke den schwarz, stark, und finde, Kaffee ist eine gute Begleitung. Da hat man dann immer auch einen guten Start in den Tag. Richtig, richtig. Ja. Und da wir heute über polnische und tschechische Kultur sprechen werden, kann ich gleich im Vorab sagen, dass im polnischen Nationalepos Herr Tadeusz gibt es eine ganze Passage darüber, wie man einen guten Kaffee kocht. Oh. Ja, tatsächlich, ja. Das ist interessant, ja. Wir haben zu Beginn würden wir jetzt eine kleine Schnellfragerunde machen. Genau, das wäre einfach, antworten Sie so schnell und intuitiv wie möglich. Genau. Sind Sie bereit? Ich bin bereit, ja. Okay, Sie als Literaturwissenschaftlerin, da würde uns interessieren, wie viele Bücher lesen Sie denn im Monat? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn ich unterscheide tatsächlich zwischen Büchern, die ich für die Lehre lesen muss oder viel mehr lesen möchte, und Büchern dann, die ich für meine Forschung lese. Und ich habe das eigentlich nicht gezählt, aber jetzt auf die Schnelle würde ich sagen,
zwischen 4 und 5 Werke pro Monat. Wow, das kommt hin, ja. Ja. Und vielleicht auch so ganz privat nochmal, welches Buch liegt denn gerade auf Ihrem Nachttisch? Auf meinem Nachttisch liegen im Moment 2 Bücher. Das eine hat wenig mit Slawistik zu tun. Das ist das bislang auf Deutsch nicht veröffentlichte Buch von Gustave Flaubert, also französische Literatur, was ich mir zum Weihnachten gewünscht habe und unbedingt jetzt lesen wollte. Und das zweite ist tatsächlich jetzt slawistisch. Das ist ein Roman von Władysław Reymond aus dem 19. Jahrhundert. Den wollte ich jetzt einfach für mich nochmals lesen und auffrischen. Und wo geht es hin zum Kurzurlaub? Posen oder Prag? Da überrasche ich Sie wieder. Mein nächster Kurzurlaub geht in Richtung Süden. Ich möchte nach Nizza fahren. Deswegen auch Flaubert. Genau. Und ich bin sehr häufig in Tschechien, auch sehr häufig in Polen. Aber Urlaub geht jetzt nach Frankreich. Ja. Das hört sich auch sehr gut an. Und wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen Posen oder Prag, hätten Sie da eine Präferenz? Selbstverständlich würde ich mich für Prag entscheiden. Prag ist ja eine wunderschöne Stadt, die auch unsere Universität hat intensive Kontakte mit Prag. Prag interessiert mich in architektonischer Hinsicht, in kultureller Hinsicht. Also ich würde nach Prag gehen. In Posen habe ich zwar sehr gerne studiert, aber im Wettbewerb verliert Posen nun mit Prag definitiv, ja. Und kommen wir mal wieder zurück nach Leipzig. Was ist denn so einer Ihrer Lieblingsorte hier in Leipzig? Ich mag generell diese Stadt, weil sie so sehr dynamisch, pulsierend und jung ist. Und ich verbringe gerne meine Zeit im Clara Zetkin Park. Und ich habe auch eine Schwäche für das Grassi Museum. Ich habe alle Ausstellungen schon mehrmals gesehen und komme immer wieder gerne dort zurück. Jetzt im letzten Wochenende hatte ich meine Nichte aus Posen übrigens zu Besuch und mit ihr habe ich mir auch das Grassi Museum nochmals angeschaut. Ja, schön. Ja, hat man so beides irgendwie, so Natur im Clara Zetkin Park und Kultur im Grassi Museum. Ja, schön. Ja, Leipzig ist eine wunderbare Stadt, das muss man sagen. Das war's auch schon mit der Schnellfragerunde. Heute geht es also in die Westslawistik. Falls ihr euch, liebe ZuhörerInnen, jetzt gerade fragt, was ist das genau, was versteht man darunter? Hier nochmal ein kurzer Einblick. Die Slawistik ist die Wissenschaft der Sprachen, Literaturen und Kulturen im slawischen Sprachraum. Und dieser, also der slawische Sprachraum, der ist ziemlich groß, der umfasst mehrere Länder. Dazu zählen unter anderem Russland, Bulgarien, Kroatien und natürlich Polen und Tschechien. Und wir hatten hier auch schon direkt eine Frage von euch bekommen über unsere Instagram-Umfrage. Und zwar ging es da um den Vergleich der Länder untereinander. Und die Frage war nämlich, wie ähnlich sind sich eigentlich die Kulturen Russlands, Polens und Tschechiens? Was würden Sie denn darauf antworten, Frau Otwenska? Also erstmal bedanke ich mich für diese Frage. Es ist tatsächlich so, dass die Slawistik aus verschiedenen Kulturen besteht. Sie teilt sich dann in Ostslawistik, Westslawistik, Südslawistik. Hier in Leipzig vertreten wir die Ostslawistik, das heißt russische, ukrainische und belarussische Literaturen und Kulturen. Und zur Westslawistik gehört tschechische und polnische Kultur hier in Leipzig, weil man könnte sich ja vorstellen, dass man slowakische Kultur zum Beispiel auch unterrichtet. Und es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Ja? Das ist ähnlich wie im Fall der Romanistik. Sie können, wenn Sie Spanisch sprechen, können Sie wahrscheinlich dann leichte französische oder italienische Texte lesen. Und so ist es auch in der Slawistik. Die Sprachen haben Ähnlichkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. Es ist nämlich nicht so, dass wenn man eine slawische Sprache kennt, spricht man dann auch andere slawische Sprachen. Man hat höchstens passive Kenntnisse. Und natürlich gibt es, was sehr wichtig ist, kulturelle und historische Unterschiede. Russland, Tschechien, Polen, Bulgarien haben andere Geschichte, andere Vergangenheit. Und auch die Literaturen haben ihre eigene Spezifik und eigene
Dynamik. Und ich finde ganz toll, dass wir in Leipzig diese Unterschiede auch wahrnehmen und dass wir dem gerecht werden, indem wir als Studiengänge Ost- und Westslawistik anbieten. Das ist ja Alleinstellungsmerkmal an der Uni. Ich plädiere immer dafür, das nicht alles über einen Kamm zu scheren, denn das Gemeinsame, das Slawische, das ist die Herkunft. Aber es wäre sehr ungerecht zu sagen, dass es keine Unterschiede gibt. Und jetzt nochmal direkt zur Westslawistik. Warum werden denn eigentlich gerade die beiden Länder Polen und Tschechien in der Westslawistik zusammengefasst? Also die Entscheidung für Tschechien und Polen wurde getroffen, weil das zwei sehr wichtige jetzt Kulturen innerhalb des Bereichs der Westslawistik sind. Alles können wir nicht bieten, deswegen muss jedes Institut Schwerpunkte legen und die liegen nun in Leipzig, auch unter anderem aufgrund der geografischen Lage auf Polen und Tschechien, denn wir sind hier im Dreiländereck, Sachsen, Polen, Tschechien, also es bietet sich ja an, wegen der geografischen Lage, wegen der Nachbarschaft eben, sich mit tschechischer und polnischer Kultur zu befassen. Und Sie sind Literaturwissenschaftlerin. Was begeistert Sie am meisten, wenn Sie als Forscherin mit Literatur arbeiten? Mich begeistert die Kraft und die Macht der Literatur. Ich lese sehr gerne, habe ich das schon immer gerne gemacht. Und eine Sache ist die Ästhetik, also die künstlerische Seite von literarischen Texten. Andererseits aber geht es auch darum, was Literatur alles in gesellschaftlichen Sinne leisten kann. In der Literatur können wir uns wiederfinden als Leserinnen und als Leser. In Literatur, also im Medium der Literatur, können wir über unsere existenzielle Fragen nachdenken. Das ist großartig. Literatur ist aber auch ein wichtiger Partner, wenn es um gesellschaftliche Debatten geht. Und sehr häufig ist es so, dass in der Literatur gewisse Lösungsansätze formuliert werden, bevor sie in der Politik zum Sprache kommen. Also Literatur ist ein sehr sensibles Medium und das begeistert mich. Ja? Und ich lege immer meinen StudentInnen nahe, dass man die Rolle der Literatur nicht unterschätzt. Und das ist ein sehr wichtiges Medium, soll häufiger gehört werden, denn im Rahmen der Literatur werden wirklich wichtige Fragen, die uns alle betreffen, immer aufs Neue diskutiert und ausgehandelt. Ja, das ist ein total schöner Blick und Einblick in die Literaturwissenschaft. Und vielleicht auch nochmal zur Westslawistik. Was fasziniert Sie an westslawischer Literatur? Also warum dieser Sprachraum? Polnische Literatur hat eine sehr komplizierte Geschichte. Und diese Geschichte spiegelt sich in literarischen Texten wider. Das finde ich sehr faszinierend, die Verschränkung zwischen literarischen und historischen. Später auch im Kommunismus hat man in Literatur versucht, sich so Freiräume zu schaffen. Und das finde ich im Falle der polnischen Literatur sehr faszinierend, dass sie immer so nah an historischen Ereignissen ist, dass sie die historische Situation so tiefgründig reflektiert. In tschechischer Literatur, und das kommt jetzt anderer Ansatz, suche ich nicht so sehr nach der geschichtlichen Perspektive. Ich finde, die Tschechen haben einen einmaligen Sinn für das Groteske und Humor. Und das genieße ich in der tschechischen Literatur. Ja, das sind sozusagen zwei Punkte. Aber ich mag gerne auch, sich mit diesen Literaturen zu befassen, um zu beobachten und mich selbst immer wieder dahin zu bestätigen, dass polnische und tschechische Literatur europäische Literaturen sind und haben gleiche Daseinberechtigung wie auch französische oder englische, müssen nicht immer so als was Besonderes dargestellt werden, denn auch Ost-Mitteleuropa ist Teil von Europa und als europäische Literaturen thematisieren tschechische und polnische Literatur
die gleichen Phänomene wie andere Literaturen und stellen ähnliche Fragen. Und das Interessante ist zu sehen, wie die ähnlichen Fragen dann kulturspezifisch jetzt tschechisch, bohemistisch oder polnisch-polonistisch beantwortet werden. Ja, dazu hatten wir auch eine Frage aus der Umfrage bekommen. Wie wird denn polnische oder tschechische Literatur in Deutschland wahrgenommen? Also wenn Sie das aus Ihrem Blick betrachten. Also das ist eine sehr komplexe Frage, denn es gibt verschiedene Strömungen, die parallel laufen. Wir haben sehr gute Übersetzungen in Deutschland, der tschechischen und der polnischen Literatur. Wir haben großartige Übersetzerinnen, die versuchen, die besten Texte zu übersetzen, und sie kümmern sich da, auch die Verlage kümmern sich darum, dass die polnische und tschechische Literatur gut vertreten ist. Und das ist alles sehr positiv zu begrüßen. Wir haben auch Institutionen, die sich um die Verbreitung der tschechischen und polnischen Literatur in Deutschland kümmern. Die andere Sache ist, wie diese Literaturen tatsächlich rezipiert werden. Da müsste man das untersuchen, das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen aber auch vielleicht noch eine andere Perspektive zeigen. Wenn man in Polen oder in Tschechien zur Schule geht, dann studiert man auch deutsche Literatur und auch Französisch und Englisch. Also die Tschechen und die Polen gehen davon aus, dass man als Literaturwissenschaftlerin und als Literaturwissenschaftler alle europäischen Literaturen kennenlernen muss, zumindest die kanonischen Texten. Und das ist, glaube ich, hier nicht der Fall. Ich frage häufig meine Studierende, ob sie in der Schule mal tschechische oder polnische Texte gelesen haben. Die Antwort ist dann eher nein, haben wir noch nicht. Also sie fangen erst während des Studiums an, und das ist vielleicht der Unterschied. Ja, also die Literatur ist zwar präsent, die Übersetzungen sind vorhanden, es gibt sehr viele Institutionen, die hervorragende Arbeit leisten, also im Bereich der Kulturvermittlung, aber tschechische und polnische Literatur gehören in Deutschland generell nicht zum Kanon in der Schule. Also ich abstrahiere jetzt von Schulen, die polnisch oder tschechisch auch als Schulfächer haben. Ich meine generell. Ich denke, das hat sich noch nie so durchgesetzt, dass polnische und tschechische Literatur auch europäische Literaturen sind. Und als solche gehören sie zur Ausstattung. Also müssten eigentlich auch mehr Beachtung schon vielleicht auch in den Schulen finden. Ja, das kann ich von meiner Seite aus bestätigen, wenn ich so auf meine Schulzeit zurückblicke. Kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, das Sie gerade auch schon angeschnitten hatten, als Sie meinten, dass in der Literatur auch eben über gesellschaftliche Themen, Dynamiken geschrieben wird und auch diese ja schon wahrgenommen werden, bevor diese überhaupt vielleicht zu politischen Themen werden. Sie befassen sich ja in Ihrer Forschung auch viel damit, und vielleicht generell erstmal, wo ist denn diese Schnittmenge für Sie zwischen politischen Themen und der Literatur? Also wie gehen Sie da vor? Ja, also die primäre Funktion der Literatur ist eine ästhetische Funktion. Das würde ich schon behaupten. Und die Studierenden, die sich professionell oder generell Menschen, die sich professionell mit Literatur befassen wollen, müssen die Fähigkeit besitzen, Literatur in ästhetischer Hinsicht zu untersuchen. Das heißt, Erzählstrukturen zu untersuchen, rhetorische Mittel, Aufbau, Struktur. Denn durch die besondere Anordnung entwickeln erst die literarischen Texte ihre Kraft und ihre Wirkung. Aber das Ästhetische, es ist nicht alles. Und mich interessiert besonders die erinnerungsstiftende Funktion der Literatur. Das heißt, die Frage danach, wie Literatur die Gedächtnisdiskurse unterstützt, wie Literatur dazu beiträgt, dass Erinnerungen im individuellen und im kollektiven Sinne gebildet werden, formuliert werden. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, und das finde ich toll, dass Literatur auch diese erinnerungsstiftende Funktion hat und dass sie einen Beitrag dazu zu Gedächtnispolitik leisten kann. Also das sind nicht nur die Denkmäler oder die Institutionen des öffentlichen Lebens, die unser Bild von der Vergangenheit beeinflussen können oder die dazu beitragen, dass wir
bestimmte Bilder der Vergangenheit entwickeln. Also auch Literatur ist ja eine sehr wichtige Stimme. Im Bachelor kann man ja Westslawistik studieren und wie schon viel erwähnt, Sie vertreten im Studiengang vor allem die Literaturwissenschaft. Wir hatten da auch nochmal eine Frage bekommen dazu, generell eine Frage, die vielleicht auch viele StudienanfängerInnen oder Studieninteressierte interessiert. Wer sollte denn Westslawistik studieren? Sehr schöne Frage. Ich lade Sie alle ein. Es gibt keine jetzt Voraussetzung, die man mitbringen muss. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass sich für dieses Studium Personen entscheiden, die erstmal Interesse für das Land haben. Das ist sehr häufig so, sie kommen zu uns, weil sie schon mal in Tschechien oder in Polen waren. Vielleicht haben sie schon auch angefangen, die tschechische oder die polnische Sprache zu lernen. Und darüber hinaus haben sie dann das Interesse für die Kultur und die Literatur des Landes entwickelt. Und für diese Menschen ist das Studium da. Aber man muss keine Vorkenntnisse mitbringen. Das ist auch das Schöne dabei. Man beginnt quasi erst an der Uni an, die Sprache und die Literatur und Kultur kennenzulernen. Für wen noch ist das Studium interessiert? Also für diejenigen, die sich für Kulturvermittlung interessieren, die gerne als Multiplikatoren zwischen Kulturen wirken wollen. Denn als Slawist hat man sehr viele Soft Skills, sehr viele Kompetenzen, aber keinen Beruf. Und das deute ich eigentlich positiv, denn als Slawist ist man sehr breit aufgestellt und man kann dann später im Berufsleben als Kulturvermittler aktiv werden. Und viele ist das, glaube ich, ein Reiz. Viele wollen sich für die Verbesserung der tschechisch-deutschen oder polnisch-tschechischen Verhältnisse einsetzen und wählen deswegen dieses Studium aus. Ja. Das ist hier an dieser Stelle ja auch nochmal ein ganz guter Hinweis für euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr kein Wort Polnisch oder Tschechisch können müsst, wenn ihr hier an der Uni Leipzig Westslawistik studieren wollt. Wie funktioniert es denn in deinem Studium, dass man sich mit westslawischer Literatur auseinandersetzt? Also erfolgt der Spracherwerb dann einfach gleichzeitig? Richtig, also das Studium besteht aus drei Säulen: Literatur- und Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft und Sprachausbildung. Und die Sprachausbildung ist sehr, sehr wichtig, denn tatsächlich, wenn man ohne Vorkenntnisse beginnt, dann soll man möglichst schnell soweit sein und zumindest passiv die Texte im Original lesen zu können. Wir bieten sehr intensive Sprachkurse an, die finden dann mehrmals pro Woche statt. Wir unterstützen unsere Studierenden, einen Sprachkurs in Polen oder in Tschechien zu absolvieren. Wir arbeiten mit Universitäten in Prag und in Breslau zusammen. Mhm. Es ist aber schon auch so, dass man in den ersten 2 Jahren mit Übersetzungen arbeitet. Also es ist nicht möglich, wenn man ohne Vorkenntnisse beginnt, dann die Texte gleich im Original zu lesen. Wir lesen auch erstmal die tschechische und die polnische Kultur in der Übersetzung. Sie forschen ja zur Literatur und Kultur in Polen und Tschechien und zwar in der Zeit zwischen dem 19. und 21. Jahrhundert. Hierbei nimmt die Shoah, also der nationalsozialistische Völkermord an den europäischen Juden, einen wichtigen Schwerpunkt für Sie ein, also neben vielen anderen Themen noch. Und in einem aktuellen Forschungsprojekt schauen Sie sich hierbei vor allem die zweite und dritte Generation an. Also Sie arbeiten dabei mit dem Konzept des Postkatastrophischen, also dem nach der Katastrophe. Vielleicht zum Postkatastrophischen. Was genau verstehen Sie denn darunter? Also es geht ja darum, wie man an das katastrophische Ereignis danach erinnert. Und in diesem Postkatastrophischen geht es nicht so sehr um Fakten, denn die wissen wir, die sind gesichert, die sind archiviert, sondern es geht vielmehr darum, wie die zweite und die dritte Generation danach überhaupt Zugang zu dem Ereignis finden kann. Also es geht um den langen Schatten der Shoah, es geht um die lange Nachwirkung, das bezeichnen wir als postkatastrophisch. Also es wird davon ausgegangen, dass die Shoah als die größte jetzt europäische Tragödie auch die gegenwärtige Generationen tangiert und auch wenn man danach geboren ist,
steht man quasi im Schatten dieser Katastrophe. Es ist nämlich nicht so, wie man direkt nach dem Krieg gedacht hat, wir haben das überstanden und jetzt kann man quasi neues Kapitel anfangen. Es hat sich gezeigt, dass die Shoah mit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht zu Ende gegangen ist. Und wir untersuchen, warum das so ist und wie manifestiert sich da auch ästhetisch. Denn das ist auch eine Frage der ästhetischen Herausforderungen, wenn zum Beispiel die Enkel der Überlebenden sich mit eigener Familiengeschichte befassen und diese Familiengeschichte der Großeltern in literarischen Texten zum Ausdruck bringen. Dazu müsste ich aber auch was Wichtiges sagen. Mich interessieren generell slawisch-jüdische Beziehungen. Und für mich ist sehr wichtig in der Forschung und der Lehre immer auch das jüdische Leben in Tschechien oder das jüdische Leben in Polen zu thematisieren und die jüdische Geschichte gleichzeitig nicht nur auf die Geschichte der Shoah zu reduzieren. Denn das ist ganz wichtig, dass die Studierenden lernen, dass zu Ost-Mitteleuropa die jüdische Kultur einfach dazugehört. Gleichzeitig denke ich, gerade im Fall der polnischen Kultur, es ist wichtig, sich mit der Shoah zu befassen, denn in Zeit des Kommunismus dachte man, Polen sind ähnlich wie die Juden Opfer der Shoah. Und Polen sind natürlich Opfer der Shoah, aber leider zeigte auch die neueste Forschung, dass die polnische Bevölkerung sehr aktiv auch dazu beigetragen hat, dass viele Juden dann den Nazis ausgeliefert worden sind. Also Stichwort polnischer Antisemitismus. Und da sehe ich jetzt auch als meine Aufgabe auch, sich diesem Thema zu widmen. Denn in Postkatastrophe geht es auch darum, sich die Frage zu stellen, wie kommt man jetzt nach Jahren mit dem Antisemitismus zurecht, also mit dem Wissen darüber, was passiert ist. Also Sie schauen sich die späteren Generationen an, weil sie eigentlich nur damit dieses postkatastrophische Abbilden irgendwie greifen können, weil dieser Prozess immer noch aktiv ist und dynamisch ist. Richtig, richtig. Also die Autoren, die direkt nach dem Krieg darüber geschrieben haben, wollten vor allem Zeugnisse ablegen, sie wollten berichten. Deswegen sind sehr viele Texte, die in 50er Jahren geschrieben worden sind, so stark dokumentarisch. Heute geht es nicht so sehr um Dokumentation, denn wie ich gesagt habe, das Wissen, was passiert ist, ist da. Und die Autorinnen, die heute darüber schreiben, die entwickeln auch eine besondere Schreibweise. Es ist auch zum Beispiel sehr charakteristisch, dass die Erzählungen mit Lücken arbeiten, Leerstellen, mit Flashbacks. Es fällt zudem auf, dass die Sprache sehr verdichtet ist, dass man häufig mit Symbolen arbeitet oder eben das Materielle auch eine Rolle spielt. Also Materielle in dem Sinne, dass in vielen Romanen zum Beispiel ein Fotoalbum oder gefundene Briefe eine Rolle spielen. Also materielle Dinge, die dazu genutzt werden, um Erinnerung zu mobilisieren, um Erinnerungsprozesse zu aktivieren. Und geht es dann auch darum, wie JüdInnen mit der eigenen Familiengeschichte umgehen? Ja, also Familiengeschichte ist ein wichtiges Themenkomplex. Also ich spreche leider nicht Hebräisch, deswegen untersuche ich polnische und tschechische Familiengeschichten. Die sind häufig von Autorinnen geschrieben, die jüdische Herkunft haben, aber komplett jetzt polnisch oder tschechisch, also in polnischer und tschechischen Kultur aufgewachsen sind. Also es sind assimilierte Jüdinnen, die häufig gar nicht über ihre jüdische Herkunft Bescheid wussten. Das ist auch ein sehr häufiges Motiv. Man hat das Jüdische verschwiegen, häufig aus politischen Gründen. Das war im Kommunismus nicht so gerne gesehen oder aus Angst von dem tschechischen oder polnischen Antisemitismus. Und so hat man das verschwiegen. Und erst in der dritten Generation machen sich die Enkelinnen, sage ich so, auf die Suche nach der eigenen Familiengeschichte und stellen fest, dass die Eltern oder Großeltern vieles verschwiegen haben und wollen dann die Geschichte rekonstruieren, erkunden und viele dieser
Autorin kommt dann zum Schluss, wir sind doch irgendwie jüdisch, also das Jüdische ist Teil unserer Identität, auch wenn wir jetzt auf Polnisch oder auf Tschechisch darüber schreiben. Genau, also es ist, die Identitätssuche ist eine sehr wichtige Frage, aber das sind nicht nur individuelle Geschichten, das sind häufig individuelle Schicksale, die aber sehr viel über die Gemeinschaft sagen, also das heißt darüber, wie die polnische Kultur sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt, also wie sie zu der Vergangenheit steht. Denn anhand eines Schicksals kann man dann Fragen über den Zustand des Kollektivs formulieren, also in dem Fall den Zustand der polnischen Kultur oder der tschechischen Kultur. Sie sind Direktorin des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung der Uni Leipzig. Ihr, liebe ZuhörerInnen, kennt das vielleicht über die Schlüsselqualifikation Genderkompetenzen. Die habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht und da gibt es auch noch die dazugehörige Ringvorlesung. Die ist ja, glaube ich, auch sogar offen, da kann auch jeder zuhören, soweit ich das weiß. Ja. Genau, und dort wird eben das Thema Gender aus der Sicht verschiedener wissenschaftlicher Einzeldisziplinen betrachtet. Frau Adwinska, Sie beschäftigen sich viel mit Gender Studies auch in Ihrem Fachbereich. Wie kann man sich denn die Verbindung zwischen Slavistik und Gender vorstellen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Also Geschlechterforschung ist ja per se eine interdisziplinäre Forschung, denn Gender als Analysekategorie spielt eine Rolle in allen wissenschaftlichen Disziplinen und selbstverständlich auch in der Slawistik. Und es gibt sehr verschiedene Ansätze innerhalb der Slawistik. Wie in jeder Philologie gibt es auch in der Slawistik den Ansatz, den ich jetzt als feministische Literaturwissenschaft nennen würde. Also es geht darum zu gucken, warum der Kanon jetzt in Tschechien und in Polen meistens männliche Autoren verzeichnet. Es geht ein bisschen also um Archivarbeit, um die Wiederentdeckung der schreibenden Autorinnen. Das ist dann die feministische Literaturwissenschaft. Neben diesem feministischen Ansatz ist für mich auch wichtig, Diversität innerhalb der tschechischen und polnischen Kultur zu untersuchen. Also Queer Studies müsste Ihnen ein Begriff sein. Und ich finde sehr faszinierend zu schauen, dass man auch in der Literatur der Romantik beispielsweise, in der tschechischen und der polnischen Kultur solche Subjektkonzepte finden, die sich also die zu den binären Geschlechtsordnungen nicht passen. Wenn man die Ideen von der Queer Studies und Diversity Studies kennt und die dann an literarische Texte ansetzt, dann merkt man, dass von Beginn an war die Literatur eben divers und dass das Konzept des Geschlechts an sich sehr unterschiedlich in verschiedenen Epochen ausgehandelt worden ist. Und das ist sehr schön zu wissen, dass diese Frage, also nach der Ordnung der Geschlechter, keine Frage des 21. Jahrhunderts ist, sondern die wurde schon auch früher ein Thema. Klar, man hatte vielleicht anderes, also sicher, man hat anderes Wissen und auch andere Beschreibungskategorien, aber die ist in der Literatur vorhanden. Kommen wir nochmal zurück zu den aktuellen und politischen Situationen in Polen und Tschechien. Wir haben hierzu auch eine Frage von euch über Instagram bekommen. Und zwar ging es darum, ob Sie sich, Frau Adwinska, auch mit den aktuellen Themen wie der Situation von queeren Personen oder der LGBTQ-Community in Polen und Tschechien beschäftigen. Ich bin osteuropäisch sozialisiert. Das bedeutet, ich glaube schon an Kanon, an Grundwissen, aber gleichzeitig halte ich für sehr wichtig, dass man Einblicke in die aktuelle gesellschaftspolitische Situation bekommt. Und in meinen Seminaren diskutieren wir selbstverständlich über die Situation der LGBT-Community. Ich lege sehr großen Wert darauf, dass man die aktuelle Lage, politische Lage auch den Studierenden näher bringt. Zum Beispiel in Polen gab es seit ein paar Jahren schon regelmäßig Proteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes. Das findet Eingang, das wird darüber diskutiert. Also wie kann Literatur die Problematik der Abtreibung adäquat darstellen? Wie reagiert Literatur auf Verschärfung des Abtreibungsgesetzes?
Aber auch dieses LGBT, was Sie angesprochen haben, das ist selbstverständlich ein Thema. Klar ist meine Meinung über den Umgang mit den LGBT-Communities in Polen sehr kritisch. Also ich beobachte das sehr kritisch und freue mich, dass ich in Deutschland bin und darüber mit meinen Studierenden offen reden kann. Viele meiner Kollegen in Polen, Tschechien ist die Situation besser, aber in Polen können nicht darüber sprechen. Also ich sehe das auch als Privileg, dass wir das in Seminaren kritisch, unvoreingenommen, offen behandeln können. Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen, wie das in der Literatur thematisiert wird? Ja, also eine Strategie, die häufig verwendet wird, ist eine groteske Strategie. Das heißt, Autorinnen und Autoren zeichnen Figuren in ihren Werken, die so offensichtlich queer sind und offensichtlich mit diesen queeren Identität umgehen. Und wenn man weiß, welchen Zweck Groteske in der Literatur erfüllen, dann erkennt man, dass man dadurch vielleicht das Problem enttabuisieren möchte. Also man zeichnet nicht Opfer, sondern man zeichnet Figuren, die sehr bewusst mit seiner queer Identität umgehen. Als Literaturwissenschaftlerin merkt man dann diese groteske Überziehung oder vielleicht auch Übertreibung und man fragt sich, wozu diese Übertreibung. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Also im Rahmen der Literatur werden sehr viele alternative Familienmodelle entworfen, wo Menschen unterschiedlichen Geschlechter zusammenleben, wo die Frage des Geschlechts auch nicht so eindeutig zu beantworten ist. Also Literatur ist experimentell und sie zeigt auch, dass es funktionieren kann. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Trend. Im Rahmen der Literatur ist im Moment viel mehr möglich als im realen Leben. Und so vielleicht ist die Frage der Zeit, wo auch das Literarische auch zum Politischen oder zum Alltäglichen wird. Das wünsche ich mir natürlich, ja. Zum Schluss würden wir hier gerne auch nochmal eine HörerInnen-Frage stellen. Und vielleicht können Sie sich auch schon denken, welche polnischen oder tschechischen Werke sollten denn in Deutschland bekannter sein? Und haben Sie vielleicht auch noch einen Lesetipp für uns? Also ich empfehle Ihnen zuerst vielleicht die Literatur des 21. Jahrhunderts zu lesen. Und für die tschechische Literatur empfehle ich Ihnen Jaroslav Rudisch, einen relativ jungen Autor, der 72 geboren ist und sehr gut ins Deutsche übersetzt wurde. Und aus der polnischen Literatur empfehle ich Ihnen die Romane von Olga Tokarczuk, also die Autorin, die jetzt vor kurzem mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist. Also nehmen Sie bitte nach dieser Sendung die zwei Namen mit, Jaroslav Rudisch für die tschechische Literatur und Olga Tokarczuk wie die polnische. Ja, super. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz, wo man sich mit polnischer und tschechischer Literatur auseinandersetzen kann. Das ist ja oft, dass man so nicht weiß, wo man einsteigen soll. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja, ich würde sagen, dass Sie damit auf jeden Fall viel Lesevergnügen haben werden. Das war's mit unserer Folge zur Westslawistik. Ich fand es heute sehr interessant, wie wir die verschiedenen Themen nochmal aus Ihrer Perspektive, Frau Adwinska, betrachtet haben. Das war für mich nochmal was ganz Neues, auch das Konzept des Postkatastrophischen und dass hier vor allem spätere Generationen in den Blick genommen werden und wie auch das Thema Gender in der westslawischen Literatur behandelt wird. Ich hoffe, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, genauso viel aus der Folge mitnehmen konntet und vielleicht habt ihr euch ja jetzt das ein oder andere Buch notiert, was demnächst auf eure Leseliste kommt. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr findet wie immer die Folgen von Auf einen Kaffee mit auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr uns jetzt direkt über unsere neue Mailadresse erreichen, kaffee@uni-leipzig.de oder weiterhin über den Instagram-Kanal der Uni Leipzig. Liebe Frau Adwinska, vielen Dank, dass Sie heute bei Auf einen Kaffee mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung, für das Gespräch und stelle ich auch die Fragen dann auch später zur Verfügung. Danke.
Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Auf einen Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.